Diese neuen Visionen von Odin beunruhigen mich. Sehe nur ich sie. Oder gibt es eine andere Bedeutung in den Geschichten von Svartalfheim? Vielleicht sollte ich mir am Feuer die Knochen wärmen und meine Gedanken sammeln. Tova, wie ist es dir ergangen? Das Feuer hat Erinnerungen an die Legenden geweckt, die Svein so liebte. Würdest du mich mit einer Geschichte erfreuen? Vielleicht über Svartalfheim? Ich würde sie nicht halb so gut erzählen. Aber am liebsten war ihm eine Fabel, die uns daran erinnern soll, Bedeutung in unseren Taten zu finden, nicht darin, wie andere uns sehen. In Svartalfheim mangelte es nie an legendären Zwergenschmieden. Ein jeder hat von Ivaldi oder Brock und Sindri gehört. Doch hier geht es um einen Steinmetz. Er lebte weit im Süden, wo Gullinmar und Vangrin aufeinandertreffen. Seine Werkstatt baute er an der Küste. Von Ruhm besessen war seine Liebe für sein Handwerk fast erloschen. Stattdessen suchte er die Küste nach Edelsteinen ab, die aus anderen Reichen stammten. Dann sah er es. Etwas Schönes, Glitzerndes, Schimmerndes, jenseits des Wassers, auf einer Insel, die zu besuchen er nie gewagt hatte. Eilig baute er ein Boot. Er arbeitete bis spät in die Nacht. Dann setzte er Segel und fand viele Felsen auf der Insel, die glänzten und glitzerten. Er jauchzte vor Freude. Wenn er irgendetwas aus diesen Steinen fertigte, würde man ihn nie vergessen. Da spürte er plötzlich ein Stechen in seinem Fuß, dann noch eins und wieder. Seine Augen gewöhnten sich ans Dunkel. Und er erkannte, dass er, von Geltungsdrang getrieben, in ein Schlangennest gelaufen war. Die Erkenntnis kam jedoch zu spät. Und so starb er, den Stein umklammernd, der sein Schicksal besiegelt hatte. Unvergessen, ja, doch nur ob seiner Torheit. Eine gute Geschichte, Tova. Svein wäre sehr stolz auf dich. Geht es Brigit und dir gut? Sicher. Es ist nur, die Flammen beruhigen meinen Geist. Wie auch die Geschichten hier. Willst du eine zum Besten geben, Gunnar? Eine Legende über Svartalfheim? Ja, die Geschichte eines Königs, der den Wald vor lauter Bäumen nicht sah. Heidmar. Größter der Zwergenkönige. In seinem Schloss in Gullinmar fehlt ihm nichts außer einem Erben. Heidmar und seine Frau waren alt geworden. Womöglich zu alt. Eines Nachts wandelte er, von Sorgen zerfressen und mit Tränen in den Augen, spät in den Schatten seines prächtigen Bergschlosses herum. Großer König, was betrübt dich? Fragte eine Stimme. Heidmar erschrak,
Doch er sah niemanden. Wer da? Rief er. Dann sah er, wer da zu ihm sprach. Ein prächtiger, uralter Baum. Vielleicht so alt wie Ymir selbst. Hreidmar setzte sich und erzählte dem Baum von seiner Sorge, seinen Untertanen kein angemessenes Vermächtnis hinterlassen zu können. Das rührte den Baum, der einige Tränen vergoss und sie Hreidmar anbot. Trink, großer König, sagte er, und deine Sorgen werden fortgeschwemmt. Hreidmar betrachtete das Gras, die Weiden, die Blätter des Baums. Die Freude seiner Untertanen war darin zu sehen, wie sie für das Land sorgten. Sein Vermächtnis war allgegenwärtig. Hreidmar war beruhigt, als er erkannte, dass er alles hatte, was er brauchte. Und so bat er den Baum, seine Gabe dem Land zu schenken. So flossen fortan die Freudentränen des Baums und bereicherten das Land. 9 Monde vergingen und der Schrei eines Säuglings erklang im Schloss. Noch lange brachten Zwerge am Fuße des weinenden Baumes Geschenke im Gedenken an Hreidmar dar, dessen Güte alles formte, was er berührte. Alles geschieht, wann es geschehen muss, alter Freund. Das hoffe ich. Eivor, was ist los mit dir? Hast du wieder zu viel von Valkas Zauberbrühe getrunken, alter Nimmersatt? Mich verfolgen Bilder von Odin und Svartalfheim. Sie überschwemmen meinen Geist, ohne Vorwarnung oder Einladung. Aha, so hat auch Thor Svartalfheim überschwemmt. Thor, der schnell handelnde, doch langsam denkende, lärmte und stampfte, kämpfte und rammte, wohin er und Mjölnir auch gingen. Eines Tages lieferte er sich einen solch wilden Kampf mit einem Jötun, dass Thors Todesstoß in allen 9 Welten zu spüren war. Der Boden erbebte, Berge erhoben sich, Hügel wurden gespalten und gebaren Schluchten. Und nördlich von Svaladal brach das Ufer des enormen Sees, der die Quellen Yggdrasils in sich trug, und flutete ganz Svartalfheim. Hreidmar, der Zwergenkönig, handelte rasch. An der Seite seiner treuen Untertanen errichtete er 3 mächtige Dämme, die sein Reich vor weiterem Schaden bewahrten. Einer der Baumeister war so überrascht, den großen König neben sich arbeiten zu sehen, dass er ausrutschte und in die reißenden Fluten unter ihnen stürzte. Hreidmar sprang ohne Zögern, erst vom Pferd und dann noch einmal von der Mitte des Damms, hinein in den schrecklichen Strom. Bevor der Arbeiter auch nur um Hilfe schreien konnte, zog Hreidmar ihn bereits ans trockene Land. Und so wurden 2 riesige Statuen zu Ehren des Königs errichtet. Eine für jeden seiner tapferen Sprünge, die bis zum Ende der Zeit Bestand hatten. Bis Ragnarök. Ja, wie du siehst, schlagen taten Wellen wie ein Stein, der ins Wasser fällt. Oder wie Thor, der einen Jötunschädel mit Mjölnir zerschmettert. Es beeinflusst alles, sei es vorhergesagt oder unbekannt. Ich fürchte, meine Geschichte hat deine Sorgen nur verstärkt. Nein, eine gute Geschichte ist ein Scheit, der das Feuer des Geistes nährt. Danke, mein Freund. Ich höre, du suchst nach Geschichten aus Svartalfheim. Nicht nur du hast Erscheinungen der Asen. Du hast sie auch gesehen? Nein,
Doch ich kenne die Macht, die den Bildern innewohnt und was sie bei einst geliebten Menschen bewirken. Du sprichst von Sigurd? Willst du nun meine Geschichte hören? Es war einmal ein Bergarbeiter der Zwerge, dem nur seine Arbeit wichtig war. Er kannte nichts als die Mine und wollte und sollte nichts anderes kennenlernen. Eines Tages hörte er ein seltsames Geräusch. In seinem ganzen Leben in den Minen Wangrens war er nie auf einen Felsen getroffen, der quietschte. Zuerst beachtete er es nicht. Doch das Quietschen setzte sich über Stunden unablässig fort. Als der Bergarbeiter es nicht mehr aushielt, spaltete er den Felsen mit seiner Hacke. Und dann sah er ein Eichhörnchen, das bis zu dem Augenblick dort festgesessen hatte. Ängstlich und erschöpft erklomm das Tier den langen Bart des Zwergs und schlief 3 Tage lang. Als der Zwerg den Tag darauf erwachte, erwarteten ihn Früchte und Nüsse, ein Geschenk des Eichhörnchens. Das erste Geschenk, das der Bergarbeiter je erhalten hatte. Endlich hatte er einen Freund. Das Eichhörnchen führte den Zwerg zu einem Felsen inmitten eines Sees. Dort angelte der Bergmann Fische für sein Abendmahl, während das Tier in den Bäumen spielte. Eines Abends schlief der Zwerg beim Beobachten seiner Angelschnur ein, lächelnd, voll Freude ob des fröhlichen Quiekens seines Freundes über ihm. Als die Sonne am nächsten Morgen emporstieg, fand sie den Zwerg versteinert vor. Sein kurzes Glück für alle Zeiten festgehalten. Und das Eichhörnchen? Das wich ihm nie von der Seite. Es hoffte, seinen Freund eines Tages wieder aus dem Stein befreien zu können, so wie der Bergmann es damals auch getan hatte. Sigurd ist für uns nicht verloren. In jeder großen Geschichte findet sich Wahrheit. Ich frage mich, was sich in Svartalfaheim finden ließe, jenem Ort, von dem sie handelten. Zeig mir, was vor uns liegt. Das ist die Stelle. Jetzt muss ich nur noch auf Valka warten. Yeah.
Ich fessle dir nun die Hände. Und zu welchem Zweck? Du bist zu sehr Krieger, Eivor. Du wirst deine Angst erst erkennen, wenn du ihr hilflos ausgeliefert bist. Trink. Und das wird den Traum zurückholen, ja? Ist das alles? Du lässt mich einfach hier? Valka, das... Warum muss ich gefesselt sein? Valka? Mach mich los! Der Wolf kommt und ich erreiche meine Waffe nicht! Valka! Valka! So viele. Wo kommen die her? Ich muss meine Fesseln lösen. Je mehr ich kämpfe, desto enger ziehen sich die Strecke. Es muss einen Trick geben. Was hat Valka gesagt? Mich darauf einlassen. Ruhig sein. Es klappt. Die Fesseln lösen sich. Frei. Jetzt wird abgerechnet. Sie verschwinden wie nach einem bösen Traum. Es geht hier vor. Verfluchte Gespenste! Kommt schon! Ich biete euch einen guten Kampf! Als würde ich gegen einen Fluss kämpfen. Ah!
Wolf ist fort. Vorerst. Ich bin bereit, Valka. Es ist Zeit. Svartalfaheim, selbst nach Ewigkeiten der Abwesenheit hasse ich diesen Ort noch immer. Doch bietet er mir die Hoffnung auf Rache, die süßeste aller Früchte. Das Reich ist verändert, doch nicht durch Surt. Da ist noch etwas anderes. Ich muss Brock und Ivaldi finden. Mein Hugakir ist hoffentlich noch bei ihnen in Sicherheit.